Hallo, wir sind von der Leopold-Ullstein-Realschule und führen heute ein Interview bei der Tafel. Ich bin Sandra Kempf und das ist die Klasse 18. Mein Name ist Raudel Schiplik und ich bin die erste Vorsitzende der Fürther Tafel. Fürther Tafel e.V. Wir uns selbst, wir sind ein eigenständiger, gemeinnütziger, eingetragener Verein. Die Aufgabe der Tafeln allgemein, nicht nur der Fürther Tafel, ist es in erster Linie dazu beizutragen, dass keine oder wenigstens nicht so viele Lebensmittel vernichtet werden müssen und dann was Sinnvolles mit diesen Lebensmitteln zu tun. Und da haben sich die Tafeln entschlossen, bedürftigen Menschen zu helfen, die sich das sonst nicht leisten könnten und das tägliche Brot sonst nicht hätten. Gedacht ist das Angebot für alle Menschen, sieht man da oben auf dem Bild sehr gut. Alle meint auch alle, die Hilfe brauchen und die in Not sind. Allerdings gibt es bei uns auch Regeln, finanzielle Grenzen. Es wird überprüft, ob jemand berechtigt ist, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und zwar kommt es auf die Höhe der Finanzen an, die derjenige bezieht. Ganz gleich, ob es eine Rente ist oder ob es vom Jobcenter kommt oder von der Sozialhilfe. Denn wir müssen Grenzen setzen, denn wir müssen uns richten nach dem, wie viel Ware wir haben und wie viel Kunden wir haben. Das ist eine Frage, die mich jetzt ein Stück, ja, nicht in Verlegenheit, aber in Schwierigkeiten bringt. Wir können diese Dinge so im Einzelnen nicht prüfen. Freilich kriegen wir auch Ware, die ausgezeichnet ist als biologisch. Aber die können wir von der anderen Ware nicht getrennt halten. Wir geben das alles so aus, wie wir es kriegen. Denn wir können nur ausgeben, was wir von den Lieferanten zur Verfügung gestellt kriegen. Ob das dann ökologisch ist oder nicht, können wir nicht überprüfen. Nachhaltig, um das Wort aufzugreifen, ist bei uns die Hilfe. Die haben die Leute, die sie brauchen, immer. Für Fürth ist das Angebot deshalb wichtig, weil wir, ich nenne jetzt mal Zahlen, mindestens 2500 Menschen mit Lebensmitteln versorgen und deren Familien, das sind ja dann wesentlich mehr. Und unsere Leute dürfen noch zweimal in der Woche kommen und Lebensmittel holen. Gott sei Dank kriegen wir noch so viel von den Lieferanten. In vielen anderen Tafeln können die Menschen nur noch 14-tägig kommen, Lebensmittel abholen, weil die zu wenig Lebensmittel haben. Es ist für diese Menschen wichtig, weil es lebensmittelmäßig und versorgungsmäßig keine andere Institution gibt, außer der Tafel, die ihnen helfen kann, damit sie ihre Familie versorgen können. Vor allen Dingen eben auch die Kinder. Das ist unterschiedlich. Eine Person zahlt 1,50 Euro, zwei Personen 2,50 Euro und ab drei Personen 3,50 Euro. Aber dann ist die Grenze finanziell bei uns gegeben. Das ist ein symbolischer Beitrag eigentlich für die Dinge, denn es ist das Vielfache in den Tüten, dass die Leute mitnehmen dürfen. Da sind mindestens Ware drin, 30, 35 Euro und noch mehr. Und wenn das jetzt eine Familie ist mit 8, 9 und auch 10 Personen, das ist durchaus kein Einzelfall, kriegen die mehrere solche Tüten und schleppen die wirklich raus bei uns dann. Und dann sind 3,50 Euro wirklich nur ein kleiner symbolischer Beitrag. Aber wir helfen auch, wenn mal einer kein Geld hat. Wir lassen niemand hungern. Man kann die Tafel unterstützen dadurch, dass man in seiner Freizeit aufrafft und anbietet, dass man sich ehrenamtlich engagiert, also mithilft. Entweder beim Einfahren der Ware, beim Sortieren der Ware, es muss ja alles sortiert werden und menschenwürdig hergerichtet werden. Oder eben auch, wenn man die Möglichkeit hat, finanzielle Unterstützung, denn das ist auch ganz wichtig für die Tafel. Wir müssen unsere Autos kaufen erstmal, dann unterhalten, dann versichern, tanken, um immer rausfahren zu können.
und die Lebensmittel abzuholen. Das ist also, und dann unsere Leute sind auch alle versichert, die hier ehrenamtlich arbeiten. Und da braucht man schon eine ganz schöne finanzielle Grundlage und treue Spender und Sponsoren, die uns da helfen. Da gibt es auch ein sehr interessantes Projekt, das ich vor Jahren ins Leben gerufen habe, das sich nennt Ritter der Tafelrunde. Da hat jeder die Chance, sich zu beteiligen und für eine Zeit, die er selbst festlegt, sich in dieses Projekt einzugliedern und als Ritter der Tafel dann im Jahr mit der Mindestgrenze 60 Euro zu unterstützen. Das sind also 5 Euro im Monat. Das ist für die Löhne unserer Fahrer. Die Fürther Tafel ist erreichbar einmal unter der Telefonnummer 0911 974 6363 oder E-Mail Büro, wobei sich Büro dann Buero schreibt, @fuerter-tafel.de. Das alles können Sie aber auch in unserer Homepage sehen, da steht es auch nochmal alles drin und da ist auch ganz vieles von dem beschrieben und dargestellt, was sich mit der Tafelarbeit verbindet. Ja, ich bin Paula, ich bin hier freiwillige Helfer hier und heute ist Dienstag und Dienstag ist Rentnertag und wir bedienen nur die Rentner, die hier kommen und ja. Wir sind viele, ich bin der einzige Mann hier, der Rest ist meine Kolleginnen, die sind alle die Damen. Und ja, wir sortieren erst das ganze Essen und Joghurt und Fleischwaren, Gemüse, Brot, alles. Und wenn die Rentner später hier kommen, dann kommen die in Gruppe und dann fängt an von dort mit Süßezeug, Brot, Obst, Gemüse und dann Joghurt und dann gibt es so Fleisch, Wurst und alles mögliche. Ich bin überall eigentlich, wenn jemand fällt, dann arbeite ich überall. Aber wenn alle da sind, dann mache ich, ich verteile das Süßezeug, Kuchen und Brezel und so in der Art vorne und Blumen auch. Ich bin selbstständig und dann habe ich mal in der Zeitung gesehen, der Tafel braucht Mithelfer hier, weil die kriegen nicht so viele Leute. Und außerdem brauchen die auch ein bisschen kräftige Leute, weil die sind alle ein bisschen ältere Damen, die können nicht so schwer hochheben. Naja, dann bin ich hier, habe ich gefragt, darf ich auch mitmachen? Dann seit ein paar Jahren bin ich hier immer am Dienstag und ich bin auch Mitglied von der Tafel hier in Fürth.